Peter, sieht man an diesen Situationen auch die Macht der Rapid-Fans? Oder einiger weniger? Ich nehme an, er hat das Beispiel Stangl vor Augen gehabt. Er wollte sich halt das ersparen. Aber ich finde, es ist fast noch bedenklicher, dass mitunter Trainer, bevor sie bestellt werden zu Rapid, zu den manchen Fankakos gehen und sagt, habt ihr eh nichts gegen mich? Also das ist ja fast noch bedenklicher als dieses hier. Ist das passiert? Ich höre es, ja. Okay.